Ja, hallo zusammen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Aalen. Die Partie endete vor 2571 Zuschauern mit 1:1 und das erste Wort gehört dem Gästetrainer Björn Joppe. Hallo in die Runde. Ich glaube, man hat heute gesehen, welchen Plan wir hatten. Wir wussten, dass Oberhausen eine brutal starke Truppe ist. Ich weiß, dass Terra da immer Ideen hat. Unser Plan war halt, tief zu stehen, die Räume eng zu machen, vor allem Stoppelkamp so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Aber man hat natürlich gesehen, dass Stoppelkamp eine Qualität hat, wo du ihn nicht 90 Minuten binden kannst. Aber ich glaube, wir haben das erste Hälfte sehr gut gemacht. Die eine Ecke, und das ist halt Terra, da habe ich immer drauf angesprochen, Standards ist sein Ding und das machen sie halt dann auch überragend. Da stehen wir halt nicht gut, kriegen das 0-1, ist natürlich ärgerlich, weil ich glaube, bis dahin hat Oberhausen sich wenig einfallen lassen oder wir haben es im Endeffekt wegverteidigt. Zweite Hälfte, nach 60 Minuten haben wir gesagt, egal wie es steht, wir wollen dann ein bisschen höher stehen, ein bisschen mehr anlaufen. Ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Klar geben wir natürlich Oberhausen dann auch viele Räume, die sie aber, glaube ich, heute weniger genutzt haben. Und am Ende, glaube ich, ist dann für uns aus unserer Sicht auch das 1-1 verdient. Wir haben erstmal unseren Trend, Negativtrend gestoppt und für uns geht es natürlich jetzt weiter. Danke. Vielen Dank. Mike, dein Statement. Ja, hallo zusammen und Glückwunsch zum Punkt. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, wollten hier unbedingt einen Dreier haben, weil ich glaube, was uns im Moment hilft, sind halt nur Siege. Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen, der auf Umschaltspielen gehen wird. Das hatte ich mir schon gedacht, dass sie sich dann hinten reinstellen werden. Deswegen hatten wir auch unsere Aufstellung geändert. Wollten doppelten Flügel haben. Ich glaube, das war auch erste Halbzeit. Oder ich habe halt keine Ahnung vom Fußball, dass wir es richtig, richtig gut gemacht haben. Und dass wir vielleicht auch 2-0 hätten führen können, wenn ich nur an Mo denke, der den Ball aus 2 Meter, glaube ich, nicht richtig trifft. Und ich glaube, wenn wir halt 2-0 führen hier, glaube ich nicht, dass Aalen nochmal wiederkommt. Also ich fand, dass erste Halbzeit, dass wir schon viele Ideen hatten, dass wir viele Spielverlagerungen hatten, dass wir oft auch im 16er drin waren. Klar, wenn 11 Mann hinten drin stehen, ist es halt schwer, dann immer frei zum Torschuss zu kommen. Trotzdem haben wir es halt super gemacht. Wollten zweite Halbzeit natürlich auf unser Tor genauso weitermachen. Und ich glaube, ich müsste das Spiel nochmal angucken, dass wir dann halt vielleicht mal 10 Minuten keine Kontrolle hatten. Und dann meine ich auch, dass dann der erste Torschuss dann halt auch direkt drin war. Dass dann halt ein bisschen Hektik dann ein bisschen bei uns aufkommt, dass wir dann halt nicht mehr so diszipliniert gespielt haben. Da müssen wir halt drüber sprechen, warum es dann halt so war. Dann war es halt ein Hin und Her. Und normalerweise ist dann so ein Spiel so mit einem zweiten Torschuss, kriegst du wahrscheinlich das zweite rein. So ist es im Moment. Es ist eine enttäuschende Phase für uns, eine richtig enttäuschende. Und ich glaube, wir machen auch alles dafür. Wir sind positiv, wir geben weiter Gas. Die Jungs hauen sich auch in jede Trainingseinheit rein. Ich glaube, es fehlt einfach mal, so ein Kackspiel zu gewinnen, so ein Dreckspiel. Und dann glaube ich, dass wir auch wieder in Fahrt kommen werden, weil die Mannschaft ist gut. Das Einzige, was halt passt, ist im Moment die Ergebnisse nicht. Die passen halt nicht. Und ansonsten, wir werden weitermachen, wir werden weiter Gas geben und wir werden auch wieder Siege einfahren. Euch alles Gute. Ne? Ich drücke euch die Daumen und hoffe, dass ihr da noch den Klassenerhalt schafft. Und das war's von meiner Seite. Danke. Vielen Dank, Mike. Gibt's Fragen an die beiden Cheftrainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sehen wir uns in Bocholt am nächsten Wochenende am 16.03. zum Auswärtsspiel. Das nächste Heimspiel hier im Stadion Niederrhein gegen den 1. FC Düren ist erst am 30.03. Bis dahin, schönes Wochenende an die Gäste. Kommt gut nach Hause.